Jörg Wagner aus Berlin ist Radiojournalist und liebt Geräusche. Und er hat ein Ziel: ein Klangarchiv der DDR aufzubauen und für die Nachwelt zu erhalten. Damit sich die Menschen auch in 100 Jahren noch am Sound des Sozialismus erfreuen können. Ihr zuverlässiger Begleiter, der neue Trabant 601. Also ich sammle eigentlich alles, was sich irgendwie mit Tönen speichern lässt. Das kann eine alte Frösi-Schallplatte sein, das ist eine uralte Kinderzeitschrift aus der DDR. Das kann auch ein Trabi-Geräusch sein, weil die Trabis werden irgendwann mal aussterben und dann hat man den Trabi konserviert und kann ihn immer wieder abspielen und sagen, so klang der mal. Aber Hobbyarchivare wie Wagner haben ein Problem. Den Zahn der Zeit. Denn egal ob Schallplatte, Kassette, CDs oder Festplatte, keines seiner Speichermedien ist für die Ewigkeit gemacht. Und deshalb hat er nicht nur Freude an seinen Schätzen, sondern auch Angst, diese wieder zu verlieren. Bei mir sind inzwischen in meinem Leben 4 schöne große Festplatten, die auch vom Hersteller als super langlebig charakterisiert wurden, mittlerweile weggeraucht. Aber letzten Endes ist das nach wie vor so eine Art Nitroglycerin-Russisch-Roulette-Geschichte, dass man nie weiß, wann geht was hoch. Wagner hat sich daran gewöhnen müssen, dass es in seinem Archiv die 100%ige Datensicherheit nicht geben kann. Aber Festplattencrashs bedrohen nicht nur private Datenschätze. Auch staatliche Archive kämpfen gegen Erdmagnetismus, Luftfeuchtigkeit und Bandsalat. Fest steht, unser kollektives Gedächtnis ist in Gefahr. Jens Niederhut gibt als Archivar beim Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen kein Audio- und Videoschnipsel über den SED-Überwachungsstaat verloren. Trotz denkbar schlechter Voraussetzungen. Wir haben die Bänder schon im Zustand übernommen, der nicht optimal war. Sie sind schon bei der Stadtsicherheit oft benutzt worden, nicht optimal gelagert worden. Das heißt, da sind wir jetzt wirklich an dem Punkt, wo diese Zerfallsprozesse nicht mehr zu stoppen sind. Im Stasi-Archiv lagert, was das ostdeutsche Regime während der Wende am liebsten noch schnell vernichtet hätte. Die Akten seiner Spitzel, aber auch viele Ton- und Videodokumente, Abhörprotokolle und Mitschnitte von Vernehmungen. Das historisch einmalige Archiv eines Überwachungsstaats. Vieles davon ist weder erschlossen noch digitalisiert. Und als wäre es nicht schon schwierig genug, diesen Bestand für die Nachwelt zu erhalten, haben Niederhut und seine Kollegen ein weiteres Problem: die technisch längst überholten Video- und Tonformate überhaupt abzuspielen. Deshalb muss nicht nur das Archiv selbst, sondern auch ein Gerätepark von vorgestern in Schuss gehalten werden. Wir kaufen Ersatzteile überall dort, wo wir sie bekommen können. Das heißt online, auf dem Flohmarkt, bei Sammlern. Aber damit wird natürlich irgendwann Schluss sein. Also diese Technik verschwindet nach und nach. Reinhard Altenhöhner ist bei der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt verantwortlich für die Langzeitarchivierung des Bestandes. Hier speichert man die Daten gleichzeitig in mehreren Großrechnern, verteilt auf unterschiedliche Standorte. Angst, die Daten zu verlieren, hat Altenhöhner zwar nicht, dafür aber eine andere Sorge. Wer kann diese Dateien in 100 Jahren noch lesen? Je ungewöhnlicher ein Format, desto schwieriger ist das. Manchmal gibt es Formate, die hängen an einer Firma und die Firma ist meinetwegen in Konkurs gegangen und es gibt nichts mehr auf neueren Betriebssystemumgebungen, was man da nutzen könnte, dann haben wir ein Problem. Beim Digitalisieren von Büchern, Musik und Filmen setzen Archivare deshalb inzwischen auf offene Standards, die gut dokumentiert sind. Viel schwieriger zu erhalten ist Software, etwa alte Lernprogramme. Auch diese soll die Nachwelt noch daddeln können. Da beginnt dann wirklich die große Suche. Es kann sein, dass man wirklich nur mit dem Emulator weiterkommt. Eine Computerumgebung, die dann vorgaukelt der Software: ich bin hier noch deine alte vertraute Windows 95-Umgebung. Ich habe die Treiber, die nötig sind, um eine Diskette anzusprechen oder so etwas. Egal, ob man ein Geräuscharchiv, die Stasi-Unterlagen oder einen kompletten Bibliotheksbestand erhalten möchte. Archivierung ist auch im Zeitalter vernetzter Serverfarmen mehr als ein Festplatten-Backup in der Cloud. Jeder neue Technikstandard bedeutet für Archivare ein neues Problem, auf das sie sich einstellen müssen. Und auch der Durchschnitts-PC-User zu Hause sollte hin und wieder nachschauen, ob seine Datenschätze überhaupt noch da sind.